Wie wird eigentlich eine Spondylolisthesis behandelt? Das Wirbelgleiten, im Fachjargon als Spondylolisthesis bezeichnet, ist ein Anzeichen für eine schwere Instabilität der Wirbelsäule. Dabei können starke Rückenschmerzen entstehen und durch Einengungen des Wirbelkanals drohen Folgeschädigungen. Spätestens bei neurologischen Ausfallerscheinungen sollten Sie dringend einen Spezialisten konsultieren. Die Spondylolisthesis kann als Folgeerscheinung der natürlichen Degeneration der Wirbelsäule entstehen. Dies bedeutet, dass mit zunehmendem Alter durch Dauerbelastung und Verschleiß mehr und mehr nachgibt, was ein Abgleiten der Wirbel zur Folge hat. Um das Wirbelgleiten dauerhaft zu beheben, ist jedoch meistens eine Operation notwendig. In den Athos-Kliniken bevorzugen wir die perkutane Versteifung. Bei einer perkutanen Versteifung werden die Wirbelkörper mit minimalinvasiver Technik unter Röntgenkontrolle durch Schrauben und Stäbe justiert und fixiert. Bei dieser Operationstechnik sind die Größe der Hautschnitte und die Narbenbildung an den großen Rückenmuskeln im Vergleich zu herkömmlichen offenen OPs erheblich reduziert. Die Reha kann zumeist 8 bis 12 Wochen nach der Operation beginnen. Der Körper benötigt nach der Operation Ruhe, bis die neuen Fremdkörper in der Wirbelsäule verknöchert sind. Anschließend wird ein stabilisierendes Korsett nach und nach abgelegt und mit den krankengymnastischen Übungen für die Kräftigung der Rückenmuskulatur gestartet.